Living House, das sichere Ausbauhauskonzept, präsentiert das Ausbaututorial Fließtapete, der perfekte Untergrund. Gemeinsam mit unserem Partner Do-It-Yourself Academy zeigen wir Ihnen, wie einfach der Innenausbau Ihres Hauses sein kann. Übrigens, ein 3-Tages-Coaching durch einen Profi-Ausbautrainer gehört zu jedem Living House dazu. Alle Infos hierzu finden Sie auf der Living House Website. Mit dem optionalen Wertcheck für unseren Partner Obi gehen Living House Bauherren auch beim Werkzeug- und Materialeinkauf auf Nummer sicher. Sie haben viel mit Ihren Wänden vor? Egal wofür Sie sich entscheiden, ob Raufaser, Strukturtapete, ob Putz oder Farbanstrich, eine Fließtapete als Untergrund lässt Ihnen viele Möglichkeiten offen. Also der erste Schritt, den habt ihr ja schon vollbracht, das ist das Spachteln. Mhm. Ne? Ja. Habt ihr super gemacht. Okay. Wichtig ist es auch, alle Bauteile abzukleben, also alle Fenstertüren, die schon eingebaut sind, ne? Dass ihr dann hinterher nicht so viel sauber zu machen habt. Okay. Der Tapetengrund wird aufgetragen. Er erhöht die Haftfähigkeit und regelt die Saugfähigkeit der Wand. Der Putz ist also sehr saugfähig, am besten im Kreuzgang, sodass auch praktisch alle Poren verschlossen sind. Ne? Wenn du das möchtest, kannst du dir auch so eine Pumpsprühe, so eine Pumpflasche im Baumarkt noch holen. Mhm. Gibt es auch bei Obi. Mhm. Da füllst du das rein und dann kannst du pumpen und dann kannst du das schön gleichmäßig einsprühen. Ja, das ist super. Ne? Aber aufpassen, nicht zu viel, nicht zu stark. Es darf auch nicht, wenn es trocken ist, glänzen. Tun wir das? Habt ihr jetzt also ein bisschen was zu tun. Wie gesagt, für diese Riesenflächen mit so einem Pumpsprüher ist das ganz einfach. Ne? Ja, perfekt. So. Danke dir. Und wenn ihr fertig seid, dann gehen wir zu Schritt 2. Ja. Viel Spaß. Danke. Geschafft. Der Tapetengrund ist aufgetragen und getrocknet. So, meine lieben Heimwerker, könnt ihr noch? Ja, aber jetzt hast du uns so viel Zeug hingelegt. Ja. Wo fangen wir an? Nach dem Spachteln wollt ihr ja nun diesen Easy-Putz auftragen. Genau. Und da ist es ganz praktisch, wenn ihr so einen Anstrichvlies klebt. Mhm. Darauf könnt ihr streichen, tapezieren und natürlich auch drauf putzen. Mhm. Und wenn euch der Putz mal überhaupt nicht mehr gefällt, dann nehmt ihr einfach dieses Vlies von der Wand und ihr habt wieder eine wunderschöne sämtliche glatte Wand. Sämtliche Schichten sind dann da drauf. Und genau. Und können diese Wand wieder anders gestalten. Ne? Wie das Vlies an die Wand kommt, das erkläre ich euch jetzt. Ganz wichtig ist es, einen Direktkleber zu nehmen. Direkt ist für Vliestapeten, das heißt direkt auf die Wand. Beim Einrühren geht es schon los. Erstmal ein bisschen, dass die Päckchen schön locker sind, ne? Dass keine Klumpen drin sind. Dann nehmt ihr den Deckel komplett ab. Das Wasser habt ihr ja schon, wie es auf der Gebrauchsanweisung stand, eingelassen. Ne? Wichtig ist, dass das Wasser kalt ist. Und Thomas, du bewegst jetzt bitte mal das Wasser. Okay. Einfach ein bisschen rühren. Richtig schön, dass es Wellen schlägt. Mhm. Ne? Und jetzt kommt's. Diese Packung komplett einmal umstülpen und in die... Komplett eins auf einmal. In die unruhige Flüssigkeit. Das ist ganz wichtig, weil sonst entstehen nämlich Klumpen. Da es ja Direktkleber ist, brauchen wir einen Roller, mhm. Kleisterroller. Genau. Am besten ist natürlich wieder unser Abrollsieb, eine Andrückwalze. Für Fließtapete vielleicht neu, früher nahm man so Tapezierbürsten. Das macht man bei den Fliesen gern mit Andrückrollen oder aber auch mit Andrückspachteln. Okay, probieren wir beides aus. Probieren wir beides aus. Das ist ein relativ weicher. Wo fängt man dann am besten an mit Tapezieren? Immer vom Licht weg. So, und wenn ich den jetzt hier rausnehme, guck mal, der ist sowas von cremig, sämig, ohne Flocken, ohne Klumpen, genauso wie wir ihn haben wollen. Ne? Und wenn er so schön reißt, dann ist er perfekt. Ringsum mit Material benetzen. Und hier wieder großzügig auftragen? Und oder? Hier auch wieder großzügig auftragen. Schön bis in das Ixel rein, bis in den Wanddeckeranschluss. Wie lange bleibt das denn feucht, dass man dann Also wenn ihr gut grundiert habt, dann hält das ein paar Minuten an. Hier ein kleines bisschen über die markierte Linie rausgehen, weil wir wollen ja auch hier das Anstrichvlies erst hier ansetzen und nicht in der Ecke. Prinzipiell gilt, fangen Sie immer in der Ecke mit dem Tapezieren an. Lediglich aus Demonstrationszwecken beginnt die Trainerin hier in der Mitte der Wand. Was eingedrungen sein könnte, das natürlich dann nochmal nacharbeiten. Ne? Das reicht jetzt noch nicht hier. Ne? Ja. Hier oben muss dann noch ein Stück. Ein Kleister. Ja. Ne?
Die erste Bahn legen wir an. Du hast die Nagel. Ja. Wir lassen die Bahn erstmal runterfallen und legen die dann hier oben ein Stück um. Also das können so 1-2 Zentimeter sein. Ja? Das ist ganz wichtig, um dann am Ende an der Deckenkante genau abzuschneiden. Jetzt können wir die Bahn, die ist ja noch schiebbar, können wir jetzt hier ganz genau auf diesen Lotstrich setzen. Wie gesagt, wenn ihr komplett durchzieht, braucht ihr den Lotstrich nicht, dann setzt ihr einfach in die Ecke rein. Mhm. Ne? Ansonsten hier genau auf den Lotstrich. So, dann in der Mitte erstmal hier oben ein bisschen festmachen und dann ruhig ganz beherzt hier runtergehen und rechts und links ausstreichen und immer nach außen. Wenn hier ein bisschen Kleister auf die Tapete kommt, das ist überhaupt kein Problem. A wird sie gestrichen und B habt ihr hier auch die Möglichkeit, das abzuwischen. So, wir sehen hier unten noch ein kleines bisschen im Linksdrall einfach abziehen und gerade ansetzen und ab die Wand anstreichen und somit ist die Tapete im Prinzip schon fertig aufgetragen. Jetzt sollte sie nur noch so ungefähr 6 Stunden trocknen. Mhm. Und dann könnt ihr drauf streichen, drauf putzen, drauf tapezieren, super, was euer Herz begehrt. So, du kannst auch gerne mal die Bahn ranhalten, ob sie reich genug ist. Weil es ist ganz wichtig, dass der Kleister an den Kanten und oben und unten genauso gleichmäßig aufgetragen wird wie auf der Mitte. Sonst würde sich das wieder lösen. Ja, die Stöße würden aufgehen, mhm, ne? Wie bei einer normalen Tapete auch. Und vor allen Dingen, weil die ja überstrichen wird, ne? Das würde man dann sehen und auch nicht mehr so gut reparieren können. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto länger bleibt der Kleister offen, ist also verarbeitungsfähig. Daher am besten Fenster und Türen schließen. Einer rollt, ist, ja, ne? Der nächste macht dann gleich die Bahn dran. Ach du, dafür ist man ja auch zu zweit, ne? Ja, genau. Ja, und der nächste Vorteil von dieser Tapete ist ja auch, sie wird nicht breiter. Die normale Papiertapete kann bis zu 1,5 cm quellen. Also erst fallen lassen. Ja. Genau. Jetzt einfach so zwischen Daumen und Zeigefinger umbiegen. Auf 2 cm. Auch so 2 cm. Ich versuche ja möglichst nicht hier drüber zu kleben. Nein, ja? Du klebst nicht da drüber. Uff. Und du kannst ihm zu Hilfe kommen und kannst dich hier an die rechte Seite stellen. Aha. Und die Tapete etwas fixieren und korrigieren. Ruhig zwei Hände nehmen, in der einen Hand ziehen, dass hier die Falten nicht entstehen. Na, dann zieh nochmal runter, so. Und mit der anderen Hand hin und her schieben, dass genau Stoß auf Stoß geklebt wird. Jetzt kannst du schon mal in der Mitte. Immer von der Mitte, immer von der Mitte aus, genau. So. Da gebe ich schon ein bisschen Druck drauf, nicht, oder? Nicht ankleben hier unten. Warte, mach sie es nochmal kurz. Du kannst, wenn sowas passiert mit diesen Falten jetzt, ja, kannst du von unten hier nochmal lockern. Er hat oben schon fixiert. Hier. So, und jetzt einfach nur die Ecke hier, einfach nur die Kante anlegen. So, und du gehst in der Mitte runter und somit kannst du nach rechts und links die Falten schieben. Sieht doch schon sehr perfekt aus. Danke. Jetzt haben wir das mit dem Rakel angedrückt und das könnte man jetzt auch mit der Walze noch nachdrücken. Das heißt, ihr geht nochmal komplett über die Fläche mit der Walze und drückt noch die letzten Luftpolsterchen raus. Genau. Den drückt es dann an den Seiten. So kommen auch keine Beulen. So habt ihr gleich ein perfektes, glattes Bild. Okay. Perfekt. Die Überstände, ihr seht, die Tapete haben wir ja ein kleines bisschen länger zugeschnitten als die Wandhöhe. Und das werden wir jetzt gleich noch abschneiden hier. Diese Tapete ist ja eure Grundlage für den Easy-Putz. Genau. Hier kommt jetzt Sperrgrund drauf, mhm, und dann der Easy-Putz. Ne? Genau. Einen Tag warten oder über Nacht stehen lassen. Morgen früh könnt ihr dann loslegen. Auf diese Art und Weise kann jede andere Fließtapete geklebt werden, auch mit Muster oder Struktur. Fassen wir zusammen.
Eine Fließtapete bildet immer einen gleichmäßigen Untergrund. Egal, was Sie an die Wand anbringen möchten, ob Raufaser oder Strukturtapete, ob Putz oder Farbanstrich. Die besonderen Vorteile einer Fließtapete? Sie bleibt formstabil, anders als eine Papiertapete, die bis zu 1,5 cm quellen kann. Und eine Fließtapete lässt sich jederzeit trocken wieder abziehen. Der Arbeitsablauf ist bei allen Fließtapeten gleich. Den Kleister im Kreuzgang auftragen, die Fließtapete schneiden, kleben und anrakeln. Und schon ist Ihre Wand zur weiteren Gestaltung perfekt vorbereitet. Nun viel Spaß beim Anbringen von Fließtapeten in Ihrem Livinghaus-Traumhaus. Wir freuen uns auf Anregungen, Lob und Kritik unter info@livinghaus.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Livinghaus, dein Zuhause.